Genau. Hallo, herzlich willkommen zum letzten Tag von der IGA. Wir begrüßen Luise Rumpf, die macht heute den ersten Vortrag zum Thema Lizenzen, nicht meine Baustelle. Und sie wird uns ein bisschen darüber erzählen, warum Lizenzen für Menschen, die fotografieren, programmieren, Dinge erstellen, warum das wichtig ist und warum man sich damit auseinandersetzen sollte. Ja, herzlichen Dank. Schön, dass ihr da seid. Jetzt redet eine Bibliothekarin über Lizenzen. Langweiliger wird es heute nicht mehr, versprochen. Lizenzen sind so ein Thema, bei dem viele Leute sagen, das ist nicht meine Baustelle und das soll auch gar nicht meine Baustelle sein. Ich möchte heute versuchen, euch klarzumachen, warum es vielleicht doch eure Baustelle sein sollte, zumindest ein bisschen. Also Lizenzen sind so ein bisschen so ein Thema wie Vorsorgeuntersuchungen beim Zahnarzt oder so. Man sollte sich eigentlich drum kümmern und das Problem ist, wenn man sich nicht drum kümmert, geht es halt nicht von alleine weg. Also ignorieren hilft nicht. Das ist ein Thema, mit dem hat man irgendwie zu tun und dann bei Themen, mit denen man immer wieder zu tun hat, ist es ein bisschen besser, wenn man zumindest schon mal grob gehört hat, worum es geht und es nicht einfach so komplett versucht zu ignorieren und dann passiert irgendwas und man kann es überhaupt nicht einordnen. Vielleicht noch kurz zu meinem Hintergrund. Ich bin keine Juristin, also ich kann hier jetzt auch keine Rechtsberatung machen oder so. Ich bin Politologin und Bibliothekarin und bin auf dieses Thema das erste Mal gestoßen über die Wikipedia, wegen Texte da schreiben und Fotos da einstellen und so. Und bin in meinem Berufsalltag da jetzt auch immer mal wieder drauf gestoßen, weil natürlich an der Uni viele Leute wissenschaftliche Texte publizieren. Und da ist natürlich dann auch mal die Frage, unter welchen Bedingungen mache ich das eigentlich? Wie sollen diese Texte zugänglich sein? Und deswegen habe ich mit Lizenzen auf die eine oder andere Art und Weise immer mal wieder zu tun gehabt. So, ja, nicht konsequent bei einem Thema bleibend. Das heißt, was ich heute machen kann, ist einen groben Überblick geben. Ich kann relativ wenig zum Thema Softwarelizenzen sagen und ich kann gar nichts zum Thema Hardwarelizenzen sagen, weil ich mich da null auskenne. Aber ich denke, so einen groben Überblick kann ich schon mal liefern. Warum ist das wichtig, sich mit Lizenzen zu beschäftigen? Weil Lizenzen festlegen, was andere Leute mit bestimmten Dingen, die man selber erstellt hat, tun dürfen. Was können das für Dinge sein? Das können Daten sein, die man irgendwo gesammelt hat oder selber erhoben hat. Das können Texte sein, die man schreibt, wissenschaftliche, belletristische, was auch immer. Das können Bilder sein, das kann Software sein und das kann aber auch Hardware sein. Und ganz oft geht es auch um die Verknüpfung von mehreren dieser Aspekte. Ich weiß nicht, ob es vielleicht der eine oder andere mitgekriegt hat, vor so ein paar Jahren ging das mal durch die Medien, dass zum Beispiel bestimmte Trecker einfach nicht so genutzt werden können, wie die Bauern das gerne möchten, sondern dass da die Firmware so ist, dass da relativ viel festgelegt ist und man, wenn man dann mit diesem Trecker andere Dinge machen möchte, als der Hersteller das vorgesehen hat, ein Problem hat. Und wenn man dann anfangen möchte, daran herumzuschrauben, dass dann der Treckerhersteller sagt, ich habe damit ein Problem, du hast diesen Trecker gekauft mit folgender Lizenz und Also das ist ein Problem, was ganz viele Bereiche betrifft, an die man vielleicht jetzt im ersten Moment gar nicht so unbedingt denkt. Und warum ist das noch wichtig? Die legen das fest, was andere Leute mit Dingen machen dürfen. Und wenn man sich nicht darum kümmert, dann ist es natürlich nicht so, dass einfach gar nichts gilt. Sondern dann gibt es natürlich allgemeine rechtliche Grundlagen. Das ist einmal das Urheberrecht, das ist eigentlich für alle diese Kategorien relevant. Und das andere ist das Patentrecht. Das Patentrecht ist jetzt eher für Hardware relevant und weniger für Publikationen, Bilder und so weiter. Das Ganze gibt es jeweils auf nationaler Ebene und auf internationaler Ebene. Wir haben also in Deutschland zum Beispiel ein Urheberrechtsgesetz, wir haben Gesetze zum Patentrecht und es gibt dann natürlich auch internationale Verträge und EU-weite Bestrebungen, Dinge zu vereinheitlichen und so. Aber man kann sich eigentlich ziemlich sicher sein, auf jeder Ebene ist da irgendwie was festgelegt. Und wenn man selber sich da gar nicht weiter drum kümmert, dann gelten einfach diese Vorschriften. Und wenn man die nicht kennt, dann kann das gut sein, dass die gar nicht, also dass das, was dann dabei rauskommt, rechtlich gesehen überhaupt nicht das ist, was man eigentlich gerne möchte. Und andererseits, wenn man irgendetwas festlegt, was man an Nutzungsbedingungen haben möchte für seine eigenen Werke, dann muss das natürlich kompatibel sein mit den geltenden rechtlichen Vorschriften. Das heißt, es ist jetzt auch nicht so eine mega gute Idee, sich einfach irgendeine Lizenz auszudenken und zu sagen, das ist jetzt so, denn möglicherweise ist das gar nicht so, weil das leider gegen geltendes Recht verstößt. Deswegen ergibt es Sinn, sich damit zu beschäftigen.
Jetzt kommt der richtig trockene Teil. Jetzt geht es einmal ganz kurz um das Urheberrecht in Deutschland, um das Urheberrechtsgesetz, das das alles festlegt. Ein ganz grober Überblick, damit man einfach mal so die Begriffe kennt, die da wichtig sind. Man unterscheidet grob zwischen zwei verschiedenen Rechten. Das eine ist Urheberpersönlichkeitsrecht. Das heißt, wenn ich irgendein Werk schaffe, auch dazu gibt es lange Definitionen, was ist ein Werk, was muss dafür alles erfüllt sein, blablablub, dann bin ich der Urheber. Ja? Und das kann mir keiner nehmen, ganz egal, was passiert. Ich bin der Urheber, mein Urheberpersönlichkeitsrecht. Was ich allerdings auch habe und was ich abgeben kann, im Gegensatz zu dem Urheberpersönlichkeitsrecht, sind Verwertungsrechte oder man sagt auch manchmal Nutzungsrechte. Die bestimmen, was man mit diesem Werk machen darf. Zum Beispiel es vervielfältigen, zum Beispiel es öffentlich verbreiten, es ausstellen, es öffentlich zugänglich machen, bearbeiten, umgestalten. Und das gilt erstmal für alles Mögliche. Ja, ein Werk, das kann ein Text sein, das kann ein Bild sein, das kann aber zum Beispiel auch ein Bauwerk sein. Da gibt es auch immer wieder Urheberrechtsstreitigkeiten. Wenn Architekten zum Beispiel sagen, hier dieses Gebäude, das haben wir so gebaut, wie ich das gerne wollte und ihr dürft jetzt hier nicht einfach eine Zwischenwand einziehen. Ja, das macht hier mein Werk kaputt. Also auch sowas zählt mit unter Urheberrecht. Für Software gibt es nochmal Sonderregeln auch im deutschen Urheberrecht. Da gibt es nochmal extra Paragraphen. Da ist eigentlich das Wichtige, was man sich unbedingt merken sollte, wenn man Software für seinen Arbeitgeber macht, dann sind die Verwertungsrechte erstmal bei dem. Also dann muss man da auch gar nicht groß weiter diskutieren. Das ist dann einfach erstmal so. Grundsätzlich ist es halt erstmal so, der Urheber hat all diese Rechte und kann sie abgeben. Manchmal gibt es dafür noch irgendwelche Vorgaben, Software habe ich gerade schon erwähnt. Es kann aber auch sowas sein, wie wenn man jetzt an der Uni arbeitet und ein Drittmittelprojekt hat, dass der Drittmittelgeber irgendwelche Vorgaben macht. Du darfst jetzt diese Texte nur unter dieser und jener Lizenz veröffentlichen oder dass man ein Buch veröffentlichen möchte und der Verlag sagt, ja, also gerne bei uns, aber hier bitte gib uns alle diese Verwertungsrechte exklusiv. Ja? Also es gibt viele Situationen, in denen man sich damit auseinandersetzen muss. Weitere Verwertungsrechte gibt es auch noch, die für das, was die meisten von euch machen, wahrscheinlich nicht so relevant ist. Zum Beispiel Sendung, Vortrag, Aufführung, also ja, gibt es noch eine ganze Menge mehr. Die Nutzungsrechte, die man da einräumen kann, anderen Leuten, die können einfach oder ausschließlich sein. Einfaches Nutzungsrecht heißt, ich gebe jemandem das Recht, etwas zu tun, irgendeines dieser Rechte auszuüben. Aber das schließt nicht aus, dass andere Leute das auch dürfen. Einfach heißt also, einer darf das und theoretisch darf das aber jeder andere auch. Ausschließliches Nutzungsrecht heißt, ich gebe einer Person, einer Organisation, einem was auch immer, das Recht, mein Werk zum Beispiel zu verbreiten oder mein Werk aufzuführen und sonst darf das niemand anders. Das ist eine Standardklausel gewesen, muss man zum Glück mittlerweile sagen, in vielen, vielen Verlagsverträgen, wo man als Autor einfach mal alle seine Rechte abgegeben hat und dann nicht mal mehr seine eigene Publikation auf seine eigene Website stellen konnte, ohne Urheberrechte zu verletzen. Ziemlich blöd. Man kann Nutzungsrechte räumlich, zeitlich oder inhaltlich beschränken. Man kann also sagen, für die nächsten 10 Jahre gehen jetzt hier die Theateraufführungsrechte an Organisation XY oder man kann das halt auch völlig unbeschränkt lassen. Ich habe schon erwähnt, für Einzelpersonen geht das, für Personengruppen oder halt auch für jedermann. Also man kann das auch offen lassen, für wen so ein Nutzungsrecht ist. Also zumindest, wenn es einfach ist, ausschließliches Nutzungsrecht für jedermann ergibt ja einfach inhaltlich keinen Sinn. Und das Ziel von Lizenzen ist also, deutlich zu machen, wie steht es eigentlich genau um die Nutzungsrechte. Also wer darf eigentlich unter welchen Bedingungen was mit meinem Werk machen? Das kann man natürlich jetzt versuchen, irgendwie selber zu umschreiben und sich da was zusammenzubauen und das Urheberrechtsgesetz vorwärts und rückwärts zu lesen. Und die gute Nachricht ist aber, es haben sich andere Leute schon Gedanken drum gemacht. Und wie bei so vielen Themen ist es auch bei Lizenzen so, dass es eigentlich immer ganz gut ist, wenn man sich an Standards hält, wenn da schon welche sind. Und nicht das Rad schon wieder und nochmal und nochmal und nochmal neu erfindet. Ich möchte das jetzt einmal an einem Beispiel durchgehen, das für Daten und für Texte und für Bilder relativ wichtig ist, nämlich die Creative Commons Lizenzen. Es gibt sehr viele Lizenzen und ich werde heute auch keinen kompletten Überblick geben können, wie die sich so alle aufteilen. Es ist eine sehr große Landschaft, aber keine Sorge, das ist jetzt das einzige Beispiel, was ich wirklich einmal sozusagen von vorne bis hinten durchgehe, einfach weil es für relativ viele Werktypen wichtig ist und auch gut geeignet ist und weil es sich wirklich mittlerweile international durchgesetzt hat.
Die Idee hinter Creative Commons Lizenzen ist, dass man jedermann ein einfaches Nutzungsrecht einräumt. Also jeder darf bestimmte Sachen mit meinem Werk machen, ohne mich dann noch mehr extra zu fragen. Und das ist auch nicht widerrufbar, denn das würde totales Chaos stiften, wenn man sagt, jeder darf was damit machen und dann fällt einem auf einmal ein, oh nee, doch nicht mehr. Aber mittlerweile haben das ja Leute weiterverbreitet und diese Lizenzinfos mitgegeben. Und woher soll dann der Dritt-, Viert-, Fünft-, Sechst-, Siebt-Nutzer wissen, dass ich das jetzt mittlerweile gar nicht mehr möchte? Also das ist nicht widerrufbar. Und es gibt verschiedene Lizenzbausteine. Das einfachste ist Creative Commons Zero. Das ist im Grunde genommen, das mach damit, was du gerne möchtest. Aber das Schöne daran ist, es ist die rechtlich abgesicherte Variante von mach damit, was du gerne möchtest. Diese Creative Commons Lizenzen, die gibt es nämlich alle einmal hier in dieser Mini-Symbolform, dann gibt es eine menschenlesbare Kurzbeschreibung, dann gibt es einen juristenlesbaren langen Text und dann gibt es auch noch eine maschinenlesbare Fassung. Und das ist sozusagen die rechtssicherste aktuelle Form von mach damit, was du gerne möchtest. Es ist mir egal, du musst auch meinen Namen nicht nennen, hier sind die Daten. Viel Spaß damit. Alle anderen Creative Commons Lizenzen, also wenn man sich das jetzt hier mal wieder wegdenkt, haben eine gemeinsame Komponente, nämlich die Nennung des Urhebers. Das ist CC BY, also Creative Commons BY, Urheber, immer nennen. Und dann kommen möglicherweise noch weitere Lizenzbausteine dazu, wenn man das gerne möchte, muss man aber nicht. Da gibt es einmal die Variante, dass man unter gleichen Bedingungen das weiterverwendet. Share alike, das ist zum Beispiel das, was in der Wikipedia verwendet wird. Das soll verhindern, dass wenn jemand dieses Werk weiter nutzt, dass der das dann unter eine ganz andere Lizenz stellt und auf einmal damit Dinge passieren, die ich so nicht wollte. Es gibt die Variante nicht kommerziell, non-commercial. Das ist so die Variante, die die meisten Leute erstmal total sympathisch finden, wenn man das erste Mal von Creative Commons Lizenzen hört. Nicht kommerziell, ja, das ist ja genau was, da sollen, das, was ich möchte, da sollen ja nicht irgendwelche bösen Unternehmen was mitmachen oder so. Das Problem ist bei dieser non-commercial Variante, dass die Abgrenzung sehr, sehr schwierig ist und dass sehr, sehr schnell Dinge unter kommerziell fallen, die man vielleicht in dem Moment noch gar nicht so im Kopf hatte. Wenn man zum Beispiel für die Lehre an irgendeiner privaten Hochschule Materialien verwenden möchte, die unter so einer nicht kommerziellen Lizenz stehen, ja, Edge. Ist zwar Lehre, aber ist ja trotzdem eine private Hochschule, gewinnorientiert, ein Unternehmen, no, dann halt nicht. Und dann gibt es noch die letzte Einschränkungsmöglichkeit, dass keine Bearbeitungen erstellt werden dürfen. Das ist eine Einschränkung, die kann vielleicht Sinn ergeben bei Bildern, vielleicht auch mal bei Daten, keine Ahnung. Also bei Texten ist es eigentlich weniger das Problem, gerade in dem Kontext, aus dem ich jetzt komme, Wissenschaft, da ist das anderweitig geregelt. Also da gibt es dann Grundsätze, wie man zu zitieren hat und so. Und man muss eigentlich nicht durch die Lizenz einschränken, dass jemand keine Abwandlung von diesem Text erstellen kann. Eine Abwandlung könnte zum Beispiel sein, dass man das Ganze in leichter Sprache veröffentlicht oder dass man es übersetzt oder so. Wenn man diese Klausel mit drin hat, darf man das nicht. Und ihr seht schon an dem, wie ich jetzt über diese einzelnen Bausteine rede, ich bin nicht so begeistert von diesen weiter da rechts, ne? Für wissenschaftliche Texte, die Open Access veröffentlicht werden, hat sich CC BY durchgesetzt. Für Bücher manchmal auch CC BY SA. Und das sind eigentlich auch die Lizenzen, die so, ich sag mal, bis hier als frei gelten. Alles, was hier kommt, hat zwar den Vorteil, es ist weiterhin rechtssicher, es ist immer noch schöner als die Standardregelungen in vielen nationalen Urheberrechten, aber es ist nicht mehr so wirklich frei. Genau, das hatte ich gerade schon erwähnt. International einheitlich ist auch ein ganz schöner Punkt und der kann auch ein Problem sein, wenn man das nicht macht. Und deswegen möchte ich im Folgenden ein paar Beispiele geben zum Thema Standardisierung. Standardisierung, da gibt es ja diesen schönen Spruch, Standards sind wie Zahnbürsten. Jeder möchte einen haben, aber niemand möchte den von jemand anderem benutzen. Und das hat in der Vergangenheit zu vielen schönen Lizenzen geführt, die auch zum Teil schöne Namen haben. Ja, und wenn ich jetzt aber möchte, dass jemand mit meinem Werk machen kann, was er gerne möchte, welche dieser drei Lizenzen wähle ich? Wo sind die Unterschiede? Fragen Sie einen Juristen und er wird schreiend davonlaufen.
Also das Schöne bei Standardisierung ist, dass Standardisierung Rechtssicherheit schafft. Man hat vergleichbare Fälle, man hat in aller Regel in der Ausformulierung von Lizenzen, die schon darauf ausgerichtet sind, mal zu einem Standard zu werden, irgendwie Juristen involviert. Und das ist ganz praktisch, wenn man selber keiner ist, weil da viele Aspekte zu bedenken sind, die man dann vielleicht einfach nicht wissen kann. Ja? Und deswegen würde ich, ganz egal, was ihr macht, wenn ihr eine Lizenz auswählt, immer dazu raten, macht nichts Eigenes, denkt euch nichts Eigenes aus, sondern guckt, was es schon an Standards gibt und orientiert, also nicht orientiert euch an einem, sondern nehmt einen davon. Ja? Also auch nicht so ähnlich wie nur ein bisschen schöner, denn meine Daten sind ganz special zwischen Snowflakes und bei denen ist das alles nochmal ein bisschen anders. Nein, nehmt eine Standardlizenz, das wäre super. Internationalität ist auch ein Thema. Ich habe jetzt hier ein paar Beispiele von Lizenzen für Regierungsdaten, also für Daten, die von öffentlichen Einrichtungen bereitgestellt werden. So, nun ein paar. Jetzt stellt euch mal vor, ihr macht irgendein Projekt, ihr möchtet gerne Daten zur Wasserqualität in irgendwelchen Kommunen untersuchen und international vergleichen. Internationaler Vergleich. Mehrere Länder involviert, da muss man dann vielleicht auch erstmal klären, so, welche gilt denn jetzt hier eigentlich. Dann liegen die vielleicht auch gar nicht unbedingt alle in der Sprache vor, die man versteht. Letztendlich wollen die doch eigentlich alle das Gleiche. Also die wollen doch eigentlich alle irgendwie ihre Daten öffentlich zur Verfügung stellen. Aber man muss sich halt, wenn solche Lizenzen verwendet werden, damit herumschlagen, was genau die jetzt wollen, wo die Unterschiede liegen, darf ich die überhaupt miteinander mischen? Auch das ist bei Daten ganz schnell ein Problem, wenn die unter unterschiedlichen Lizenzen stehen und ich mit diesen Daten irgendetwas machen möchte. Das ist ja nicht so wie bei wissenschaftlichen Texten, die lese ich oder da zitiere ich vielleicht mal was draus oder da mache ich irgendwas mit Quellenangabe oder so. Nee, ich möchte die Daten vielleicht zusammenschmeißen und irgendwas Neues daraus machen. Und es steht aber vielleicht gar nicht an jedem einzelnen Datenpunkt dran, unter welcher Lizenz der ist. Und wenn ich jetzt hier was mische, mit der taiwanesischen Lizenz und der dänischen, nee, der norwegischen Lizenz und einer der kanadischen oder so. Ja, ganz, ganz blöd. Und es ist vor allem saublöd, wenn man sich als Mensch, der eigentlich nur mit diesen Daten irgendwas inhaltlich machen möchte, mit sowas herumschlagen muss. Also, nationale Sonderwege sind immer blöd. Und Übersetzungen sind auch ein schwieriges Thema. Da gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Entweder man macht einen rechtsverbindlichen Text, und alles andere sind dann sozusagen mehr oder weniger offizielle Übersetzungen. Oder man macht eine Lizenz in mehreren Sprachversionen. Das ist die Situation, die wir bei Creative Commons zum Beispiel bis zur Version 3 hatten. Da gab es eine internationale Version und dann gab es noch eine deutsche Version, eine französische und so weiter. Das waren jeweils einzelne Lizenzen. Die sollten zwar vergleichbar sein, aber juristisch gesehen waren die unterschiedlich. Und jetzt mit der aktuellen Version 4 gibt es eine verbindliche allgemeine Lizenz und diese nationalen Portierungen nannte man das nicht mehr. Dazu kommt natürlich auch noch, man hat in den Ländern unterschiedliche urheberrechtliche Regelungen. Klar, da gibt es Vereinheitlichungsbestrebungen, aber so weit ist das noch nicht. Und wenn ich mich jetzt mit der Wasserqualität in Kommunen in verschiedenen Ländern beschäftige, habe ich eigentlich nicht so wirklich Bock, mich mit dem norwegischen Urheberrecht nochmal extra auseinanderzusetzen. Und solche nationalen Lizenzen haben ganz oft das Problem, dass die auf nationale urheberrechtliche Regelungen verweisen. Ja. Also, wenn man eine Lizenz verwendet, sollte man gucken, dass es eine ist, die auch international verwendet wird. Verwendungszweck. Ich habe am Anfang gesagt, Lizenzen sind dazu da, dass man sagen kann, was Leute mit den eigenen Werken machen dürfen. Das kann man sehr ausführlich machen, wenn man möchte. Ich habe hier zum Beispiel eine Lizenz gefunden, die richtet sich extra an Kleinunternehmen und legt genau fest, wie viele Personen bei diesem kleinen Unternehmen arbeiten dürfen und was sie für einen Jahresumsatz machen dürfen. Rückgerechnet, dass das alles kaufkraftmäßig vergleichbar ist und so. Ja, und wenn ich so eine Lizenz verwende in einem Unternehmen mit 99 Leuten und dann stelle ich zwei neue ein und dann kann ich auf einmal die ganze Software nicht mehr nutzen, weil ich jetzt auf einmal 101 habe und es aber nur bis 100 erlaubt ist, das ist großer Mist. Und das ist wahrscheinlich auch nicht das, was derjenige, der sich die Lizenz ursprünglich ausgedacht hat, mal gewünscht hat, dass man dann irgendwie alles umschmeißen muss. Ganz oft ist es einfach so, dass man, wenn man irgendetwas erstellt, wenn man irgendetwas veröffentlicht, bestimmte Verwendungszwecke einfach nicht im Kopf hat. Vielleicht, weil man in dem Moment nicht dran denkt, vielleicht, weil das später in einem anderen Kontext verwendet wird, vielleicht auch, weil es diesen Verwendungszweck zu dem Zeitpunkt, zu dem man das Ganze erstellt hat, auch noch gar nicht gab.
Also oft sind so Einschränkungen total gut gemeint, aber im Nachhinein ziemlich hinderlich. Und gerade bei Daten, das habe ich ja eben auch schon angesprochen, erschwert es halt die Kombination ungemein, wenn Daten nur zu bestimmten Zwecken benutzt werden dürfen und zu anderen nicht. Anderes Beispiel dafür, es gibt Lizenzen, die militärische Nutzung ausschließen oder Nutzung in Nuklearanlagen ausschließen. Auch das, ja, nette Idee dahinter, Abgrenzungsproblem. Man kennt das ja auch irgendwie von diesen ganzen Diskussionen um Chemikalien mit mehrfachen Nutzungsmöglichkeiten. Ab wann ist irgendwas militärisch? Ab wann ist irgendwas nuklear? Muss das da im Gebäude sein? Ab wann zählt das noch als dazugehörig, wenn es letztendlich nur um den Fortschrittsbalken geht, der da irgendwo mit eingebaut wurde und der dann da, ja. Also es gibt ganz viele Dinge, die gesellschaftlich relevant sein können, die einem auch wichtig sein können, wenn man irgendwas veröffentlicht, aber bei denen es eigentlich nicht so wirklich viel Sinn ergibt, das über die Urheberrechtskeule erschlagen zu wollen. Weil man einfach oft nicht an das denkt, was tatsächlich dann mit dem Werk passiert. Und weil einem das manchmal auch einfach nicht so klar ist, was das für Konsequenzen hat. Und diese Konsequenzen manchmal total dem widersprechen können, was man eigentlich ursprünglich mit dieser Einschränkung bewirken wollte. Dazu eine Frage. Weiß jemand, was das ist? Ein Baum, ein Strauch, ja. Ein bisschen größer. Das ist jemandem bekannt vor? Ich hoffe nicht. Das ist ein Koka-Strauch. Ich habe ja schon erwähnt, ich arbeite in der Uni-Bibliothek und ich bekam irgendwann, ich weiß nicht, so 2011, 2012, einen Anruf. Da sagte eine freundliche Dame an einem Dienstagmorgen, bitte nicht erschrecken, ich stelle Ihnen jetzt eine komische Frage. So, okay, jetzt bin ich gewohnt, jetzt bin ich gespannt, was kommt. Hießen Sie früher mit Nachnamen Wolf und haben 2005 in Kolumbien eine Coca-Pflanze fotografiert? Ja, warum? es stellte sich heraus, die Dame war dabei, ein Biobuch als Open Educational Resource zusammenzustellen und suchte dafür ein Bild von einer Coca-Pflanze. Ich habe 2005 ein Auslandssemester in Kolumbien gemacht, ich habe da eine Coca-Pflanze fotografiert, ich habe das Bild in die Wikipedia hochgeladen und diese Dame hat eine beachtliche Rechercheleistungen gehabt, um mich da irgendwie dann aufzufinden. Ja, Problem war, damals, als ich das hochgeladen habe, wurden alle Bilder in der Wikipedia unter eine Lizenz gestellt, die nicht kompatibel war, nicht mit der Lizenz kompatibel war, die sie in diesem offenen Schulbuchprojekt verwenden wollten. Und deswegen musste sie jetzt irgendwie die Urheberin ausfindig machen, um mit mir zu klären, ob dieses Bild zusätzlich zu diesem einfachen Nutzungsrecht, was ich da eingeräumt hatte, noch unter einem anderen einfachen Nutzungsrecht, unter einer anderen Lizenz verwendet werden kann. Ja, ich habe es gestern nochmal gesucht, ich habe dieses Schulbuch leider nicht mehr gefunden, ich hätte es gerne gezeigt. Ja, aber das vielleicht einfach nochmal als Beispiel für Lizenzkompatibilitätsprobleme. Zu keinem Zeitpunkt habe ich gedacht, ich möchte die Nutzung dieses Bildes einschränken, das war überhaupt nicht meine Idee. Aber durch eine dumme Lizenzwahl wurde es dann eben eingeschränkt. Damit komme ich zum nächsten Aspekt, steuerfinanziertes. Steuerfinanziertes total egal was. Ja, es gibt ganz viele Dinge, die steuerfinanziert werden. Was an den Unis läuft, an Forschung, ist zum größten Teil steuerfinanziert. Es wird sehr viel Code auch geschrieben mit Steuergeldern. Und es werden auch sehr viele Daten im Nachhinein noch veröffentlicht. Bibliotheken, Archive veröffentlichen ganz viele Dinge, die eigentlich schon uralt sind. Und ganz oft stellt sich dabei die Frage, was machen wir jetzt eigentlich mit unseren Sachen, die wir hier jetzt veröffentlichen und hey, digital neu zugänglich machen, super Sache. Und dann gibt es Arbeitskreise und man zerbricht sich den Kopf und überlegt, wofür diese Daten gedacht sind und was genau man damit machen darf oder Bilder oder Code oder was auch immer. Und da kommt es ganz oft zu so Sachen wie der Datenlizenz Deutschland, Spezialversion Bamberg, Ostversion 3.4.7 oder so. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir uns in öffentlichen Einrichtungen von der Idee verabschieden, irgendwelche Daten zu besitzen, weil wir uns damit beschäftigt haben, weil wir die so schön zusammengestellt haben. Bibliothekare zum Beispiel haben über Jahrzehnte und Jahrhunderte Katalogdaten gepflegt, ja, Metadaten über Bücher, über Zeitschriftenartikel und so weiter.
Als es dann darum ging, können wir jetzt unsere Kataloge öffentlich zugänglich machen, damit man da auch was mitmachen kann und das nicht nur angucken kann. Aber unsere schönen Daten, unsere große Datenqualität und so weiter. Und das ist nicht nur in Bibliotheken so. Ich glaube, das ist in Verwaltungen ein ganz, ganz, ganz häufiges Thema, dass man so diesen Reflex hat, unsere Daten, unsere Bilder, unser was auch immer. Dass man also ja, denkt, wir müssen das jetzt entscheiden können. Und eigentlich ist das total schade. Und eigentlich ist das auch, finde ich, ziemlich überflüssig, denn das wird alles steuerfinanziert. Ja, das kommt aus öffentlichen Geldern. Wieso sollte das dann nicht öffentlich nutzbar sein? Deswegen gibt es in die Richtung auch einige Initiativen. Öffentliches Geld, öffentliches Gut, Wikimedia Deutschland, Public Money, Public Code schlägt in die gleiche Kerbe von der Free Software Foundation. Und bei wissenschaftlichen Publikationen ist das die Open Access Bewegung, die ja mittlerweile auch zum Glück endlich nach ungefähr 20 Jahren ein bisschen mehr an Fahrt aufgenommen hat. Ich glaube, man muss sich einfach von der Idee verabschieden, irgendwie Eigentum an den Daten zu haben und vielleicht eher so, wenn man jetzt in dem Bereich arbeitet, sich überlegen, kann man diese Arbeitgeberanalogie nicht einfach mit den Bürgern haben? Ja? Wer sind denn die Auftraggeber für diese Daten? Ja, letztendlich die Allgemeinheit. Und der Aufwand, irgendwelche Daten herzustellen, bedeutet nicht, dass es meine sind und die mir gehören. Es ist ganz oft die Sorge da, dass die Daten missbräuchlich verwendet werden könnten. Kommerziell zum Beispiel. Eine Riesendiskussion in der Bibliothekswelt um mittelalterliche Handschriften. Wenn man die jetzt irgendwie erschließt und zur Verfügung stellt und unter welcher Lizenz machen wir das? Erste Frage, kann man das überhaupt urheberrechtlich schützen, wenn das nur Fotos von irgendwas sind, was schon 500 Jahre alt ist? Selbst wenn? Warum? Ja? Also was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, Leute machen da coole Sachen mit und haben damit wirtschaftlichen Erfolg. Wenn wir das selber nicht hinkriegen, ja, dann ist es vielleicht gut, wenn es jemand anderes hinkriegt. Also in aller Regel ist diese Angst vor missbräuchlicher Nutzung ziemlich unbegründet, denn so spannend sind jetzt die Abwasserdaten auch nicht. Missbräuchliche Nutzung könnte man eher erwarten in Richtung kritische Infrastruktur und Leute finden damit Sachen raus, die sie nicht, aber das wäre dann eh nicht der Fall, wo man mit dem Urheberrecht und dem Lizenzhammer draufschlagen sollte. Das ist ein ganz, ganz anderes Problem. Genau, und die Open Educational Resources, das habe ich ja eben auch noch erwähnt. Okay, dann rechtliche Relevanz. Was schreibt man in so eine Lizenz rein? Ich glaube, ich habe jetzt schon relativ deutlich gemacht, es sollten Dinge sein, die irgendwie rechtlich regeln, was man tun oder lassen darf. Man kann in die Lizenz natürlich auch allgemeine Ansichten zur Weltgeschichte reinschreiben. Man kann irgendwelche guten Wünsche reinschreiben. Man kann, das ist Bamberg, ich muss ein Bierbeispiel bringen, auch reinschreiben, dass man gerne, dass man sich freuen würde, wenn man ein Bier bekommen würde, wenn jemand das für hilfreich hält. Aber es ist nicht unbedingt das, was in eine Lizenz reingehört. Also wenn man sowas hat, wenn man solche Informationen mitgeben möchte, kann man das in die README schreiben, wunderschön. Aber in der Lizenz hat es eigentlich nichts zu suchen. Ich muss fairerweise dazu sagen, viele dieser Beispiele, die jetzt so ein bisschen abstrus klingen, die sind auch schon älter. Ja? Also das ist mittlerweile auch den meisten Leuten klar geworden, dass das jetzt nicht so die Nonplusultra-Lizenz ist. Aber für einen Einstieg ins Thema, finde ich, macht sowas immer ganz gut deutlich, warum das eigentlich nicht so hilfreich ist. Noch ein schönes Beispiel, auch das mittlerweile veraltet, das Blessing von SQLite. Auch das ist was, was eigentlich nicht so wirklich in eine Lizenz passt. Was sollte man noch beachten bei Lizenzen? Personenbezogene Daten. Auch so ein Thema, hat eigentlich niemand Lust, sich mit auseinanderzusetzen. Personenbezogene Daten in zweierlei Hinsicht. Zum einen geht es um den Schutz personenbezogener Daten in den Daten selber und zum anderen um den Ersteller. Bei den personenbezogenen Daten in den Daten selber, da muss ich sagen, das ist auch so ein Punkt, der ist total wichtig. Ja? Wenn man irgendwas veröffentlichen möchte, sollte man sich vorher Gedanken drüber machen, steht da was Personenbezogenes drin und hat das vielleicht irgendwelche Konsequenzen darauf, wie ich das veröffentlichen darf oder ob ich das überhaupt veröffentlichen sollte. Aber diese Konsequenzen sollte man idealerweise nicht in der Lizenz abbilden, sondern mit so Sachen wie Anonymisierung, Pseudonymisierung erschlagen. Da spielen natürlich auch so Sachen rein wie Recht am eigenen Bild.
Ja, das ist auch wieder so ein Rechtsthema, klar, natürlich. Aber das ist jetzt nichts, was man mit der geschickten Wahl irgendeiner möglichst restriktiven Lizenz ändern könnte, was da helfen könnte. Also das ist ein ganz wichtiges Thema, aber es ist im Grunde genommen kein Lizenzthema. Da geht es dann auch oft eher um die Frage, kann ich das überhaupt veröffentlichen? Oder sind das Daten, die halt eigentlich nicht veröffentlicht werden dürfen, weil da so viel Personenbezug drin ist, weil sich irgendwas rückverfolgen lässt, weil sich das nicht vernünftig anonymisieren lässt bei irgendwelchen Forschungsdaten zum Beispiel, dass man das einfach nicht veröffentlichen sollte. Aber wenn man es veröffentlicht, sollte man eine Lizenz wählen, die standardisiert ist. Der andere Aspekt, personenbezogene Daten zur Urheberin, zum Urheber. Wenn der eigene Name im Namen der Lizenz auftaucht, hat man irgendwas nicht so ganz richtig gemacht. Auch hier muss ich wieder sagen, fairerweise, es sind alte Beispiele. Ich glaube, sie wurden zum Teil auch erst im Nachhinein so benannt, um sie von anderen sehr ähnlichen zu unterscheiden. Aber auch hier wieder, ja, Standards. Und damit komme ich auch schon so ziemlich zum Schluss. Eine kurze Zusammenfassung, was sollte ich tun bei der Lizenzwahl? Ganz wichtig, allererster Punkt, das Thema nicht übergehen. Ja? Nicht sagen, Zahnarztvorsorge, mir doch egal, Lizenzen, mir doch egal, das wird schon irgendwie geregelt sein. Bitte einmal am Anfang Gedanken drüber machen. Was will ich eigentlich und warum will ich das? Ich habe hier ein Beispiel. Wenn ich ein neues GitHub-Repo erstelle, bekomme ich diese Auswahl und das ist die Standardvorauswahl. Ja? Choose a license, none. Bitte an diesem Moment kurz innehalten, auf das Dropdown-Menü klicken und eine auswählen. Oder wenn ihr das anderen Leuten erklärt, wie man das macht, bitte nicht einfach drüber gehen und sagen, ja, ja, Lizenz, egal, klick, da ist dein neues Repo, jetzt legen wir los. Ja, stellt da was ein. Es gibt dafür Hilfsmittel. Ja? Man muss sich nicht mit allen Lizenzen selber komplett auseinandersetzen. Es gibt so Hilfsmittel für Software, für Datentexte, Bilder, für ORA, auch den Link habe ich hier vergessen, sehe ich gerade. Genau, die einem einfach helfen, wenn man sich mit diesem ganzen juristischen Kladderadatsch nicht beschäftigen möchte. Man sollte eine Lizenz wählen, die für den eigenen Gegenstand geeignet ist. Ja, es gibt viele schöne Lizenzen, die für manche Dinge gut passen und für andere Dinge nicht so gut. Bei Software ist es ja auch oft so, dass man verschiedene Lizenzen hat in größeren Projekten, weil man einfach Code aus verschiedenen Quellen verwendet und die Frage, wie die untereinander kompatibel sind, stellt sich da nochmal ganz anders als bei Texten zum Beispiel. Oder das Beispiel mit dem Coca-Strauch, was ich eben hatte, der stand ursprünglich unter einer Lizenz, die erfordert, dass der komplette Lizenztext immer mit abgedruckt wird. Ziemlich blöd für ein Foto. Gar kein Problem für Software. Standards verwenden? Mit Standards meine ich internationale Standards. Und Zweckbindungen immer gut abwägen. Also wirklich, also vor allem überlegen, brauche ich diese Zweckbindung wirklich ganz dringend, überhaupt und unbedingt. Und wenn ich mir da nicht hundertprozentig sicher bin, lasse ich sie lieber weg. Und der allerletzte Punkt, ich bin Bibliothekarin, ich bin so ein Metadatenmensch, die Lizenz auch in den Metadaten abbilden. Damit bin ich schon am Ende. Und sage danke fürs Zuhören und bin gespannt auf eure Fragen. Vielen Dank, Luise. Dann würde ich gleich mit den Fragen starten, hier hinten. Ja, ich fange an mit einem kleinen Pro-Tipp und dann kommt die anschließende Frage auch noch da, die in die Richtung geht. Wenn man in einem Unternehmen Software macht, haben wir jetzt gerade gelernt, dann gehört die erstmal im Unternehmen. Pro-Tipp, ihr könnt natürlich in eurer Freizeit zufälligerweise eine sehr ähnliche Software dann machen, wenn sowas gerade im Gespräch ist, die unter eine GPL-Lizenz stellen und der Firma anbieten, das dann zu nutzen und darauf weiter aufbauen. Jetzt ist die andere Geschichte. Wir hatten jetzt gerade dieses Thema Public Money, Public Code oder wie auch immer auf Deutsch. Wenn ich jetzt sage, was ich für eine Arbeitgeberin oder wen auch immer mache, gehört dann der Arbeitgeberin. Wenn ich jetzt meiner Arbeitgeberin die Kommune habe, dann gehören ja nach der Argumentationslinie erstmal alle Daten oder Bilder, was auch immer ich produziere, der Kommune. Das heißt, eigentlich muss ja die Kommune darüber entscheiden und nicht die zwei Leute, die daran arbeiten. Genauso wie in einem Unternehmen, das ja auch nicht die zwei Leute machen, die jetzt gerade konkret an einer Sache arbeiten, sondern tatsächlich unternehmensweit was organisiert wird. Genau, das Problem ist nur meistens,
dass die Leute, die nicht unmittelbar damit befasst sind, sich noch viel weniger dafür interessieren. Das heißt, es ist meistens ganz hilfreich, wenn man als derjenige, der gerade an sowas sitzt, auf seinen Arbeitgeber zugeht und sagt, hier übrigens, da müssen wir noch was klären. Ich muss das nicht unbedingt alles selber klären. Ich kann das vielleicht auch gar nicht alles selber klären, aber es geht um Folgendes und ich habe da einen Tipp, wir könnten dies und das machen. Also ganz oft ist es so, dass dieses Thema einfach niemand auf dem Schirm hat und wenn es niemand auf dem Schirm hat, greifen irgendwelche Standardregeln und das ist nicht unbedingt hilfreich. Und die andere Variante, die du eben angesprochen hast, man macht in seiner Freizeit noch alles Mögliche, das funktioniert, wenn man in seiner Freizeit noch alles Mögliche machen möchte. Ja? Ist jetzt für die Variante, man macht das bei der Arbeit und beschäftigt sich privat mit irgendwelchen anderen Dingen, nicht ganz so gut geeignet. Wow. Ja, also die Idee war gar nicht mal, ne, privat viel Zeit da reinzupacken, sondern einfach nur so das bisschen Initiale und dann kann man auf einmal die Arbeitszeit dafür benutzen und dann ist das wieder öffentlich. Also ne, je nachdem, in welcher Konstellation man arbeitet, geht das vielleicht. Strategisch richtig anfangen, ja? Ja. Ja, da vielleicht erst kurz die Bemerkung, gerade in der Wissenschaft gibt es auch immer noch Verlage, die dann sämtliche Rechte an allen den Abbildungen, die ich in meinem Paper habe, nachher für sich reklamieren und da hilft es auch, sie vorher, bevor man das Paper einreicht, als Creative Commons zu veröffentlichen und danach können die in dem Paper ja drinstehen, aber die Bilder gehören immer noch mir und ich kann sie in meinen Vorträgen auf meiner Webseite weiterverwenden. Das ist auch so ein ganz ähnlicher Hack, aber halt bezüglich von Illustrationen, die ich in wissenschaftlichen Papern verwenden will. Ich habe aber ein bisschen eine andere Frage, gerade mit der Zweckbindung und personenbezogene beziehungsweise möglicherweise personenbeziehbare Daten. Mhm. Du hattest ja die Abwasserdaten erwähnt. Und wenn ich jetzt so viele Abwasserdaten habe, kann ich vielleicht nicht ausschließen, dass man mit sehr viel schlauer ML da doch mal rausfinden kann, was sind denn die Abwasserdaten von wem und vielleicht kriege ich ja doch auch noch raus, ob die Person Besuch hatte, obwohl ich auf Geschäftsreise war und mein Mann dann doch irgendwie da eine Party geschmissen hat, was auch immer. Also man kann nicht immer in eigentlich öffentlichen Daten Personenbezug ausschließen und dann kommt man ja immer in dieses berechtigte Interesseabwägung.
gibt es ja auch immer wieder neue Versionen und Möglichkeiten, das zu portieren und so. Also das ist da grundsätzlich möglich. Es gibt aber auch Fälle, in denen es nicht möglich ist, einfach weil man vorher eine Lizenz vergeben hat, die einem zum Beispiel selber diese Rechte nimmt, weil man irgendwelche Rechte exklusiv an jemand anderen vergeben hat. Oder manchmal ist es halt auch einfach rechtlich sehr viel schwieriger. Ja, also ich habe konkrete Bezugsfälle, wo Leute dachten, ja, also es ging um die Cyberpeace-Taube, die ist relativ frei nutzbar mit Nennung vom FIF und Nennung von mir als Designee, wurde dann auf einem Plakat verwendet, hatte die äußere Anmutung, als wäre dieser andere Veranstaltung, also als wäre es quasi das Aushängeschild einer anderen Veranstaltung, eines anderen Veranstalters. Und natürlich, es war korrekt referenziert worden, aber das Ziel vom FIF ist ja letztlich, also inzwischen vor allen Dingen, die Cyberpeace-Taube wirklich mit sich selbst zu verknüpfen. Und die standen damals daneben und haben gesagt, ja, so hatten wir es eigentlich nicht gemeint, aber jetzt haben wir diese Lizenz vergeben und können ja nie wieder was dagegen tun. Und deswegen mein Einwand, diese Absolutheit hat es halt nicht. Ja, also außer man hat am Anfang wirklich eine Lizenz vergeben, die exklusiv und dauerhaft, ja. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann kann man im Nachhinein immer noch was ändern, verbessern. Möglicherweise nicht ganz frei, aber ja, kommt halt drauf an, was man am Anfang festgelegt hat. Zu dem Konkreten, weil inzwischen ist es ja bei den CC-Lizenzen sehr üblich, diese Version mit dazu zu schreiben. Die ist doch, verstehe ich das richtig, dass die eigentlich ein Hilfsmittel ist, um zu sagen, also um es quasi zeitlich klarer zu referenzieren, seit wann eine bestimmte Lizenz auch gilt? Die Versionen unterscheiden sich tatsächlich. Also die älteren Creative Commons Lizenzen, da sind einfach zum Beispiel die juristischen Texte viel, viel länger. Also das sind einfach im Nachhinein Sachen auch noch präzisiert worden, kürzer gefasst worden. Das heißt, es ist tatsächlich ein etwas anderer Text, auf den man sich bezieht. Und wir hatten früher außerdem diese verschiedenen Sprachversionen, die zum Teil einfach dann unterschiedliche Rechtsbegriffe verwendet haben und so. Also es ist ein bisschen unterschiedlich, aber es ist halt so wenig unterschiedlich, dass es dann irgendwie doch auch nicht ganz so wild ist, wenn man jetzt nicht dazu schreibt, Version 2 oder Version 3. Was es auch oft gab, ist die Lizenzierung unter 3.0 oder neuer oder sowas, was dann automatisch, wenn die nächste Creative Commons Version kommt, sozusagen angehoben werden kann. Und dann gibt es natürlich auch noch so groß angelegte Lizenzmigrationen, wie zum Beispiel, ich glaube 2009 war das, bei den Bildern aus der Wikipedia, wo die einfach alle von der einen Lizenz auf die andere umgeschaufelt wurden, es sei denn, die Urheber haben in der Frist von sich irgendwie dagegen gewehrt. Danke für die Info, wertvoll, also macht in meinem Kopf gerade nochmal mehr an, war nicht meine Frage, sondern ob ich die Versionen als Hilfsmittel benutzen kann, um nach außen zu signalisieren, seit wann Zeitraum grob eine Lizenz, eine bestimmte, also angenommen, ich habe es modifiziert und sage jetzt Version 4.0 und die gibt es ja erst seit einem bestimmten Zeitpunkt. Also ob das, denke ich da blöd, wenn ich quasi das damit auch ausdrücken will, seit wann etwas vielleicht gültig ist? Ich glaube, das funktioniert nur so bedingt, weil du ja auch für Sachen, die schon älter sind, wenn du die jetzt veröffentlichst, eine neue Lizenz vergeben könntest, oder aber du könntest ja jetzt theoretisch auch eine ältere Lizenzversion vergeben. Also ich glaube, es geht in die eine Richtung ganz gut, dass man signalisiert, es ist nicht älter als so und so, aber in die andere nicht. Passt. Warum hat sich es denn in der Wissenschaft eigentlich etabliert, dass man Publikationen nicht frei verfügbar macht? Also ich habe jetzt zum Beispiel ein Paper veröffentlicht und wurde dann auch gefragt und hätte, glaube ich, 500 Euro zahlen müssen, wenn ich es frei verfügbar gemacht hätte, wo ich halt dann gesagt habe, nee, privat möchte ich jetzt das Geld nicht ausgeben, aber ich hätte es gern frei verfügbar gemacht. Warum ist das da so normal? Das hat mich total schockiert ein bisschen, muss ich sagen. Aus genau dem Grund nicht meine Baustelle. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben in aller Regel nicht den Nerv, sich damit auseinanderzusetzen und ja eigentlich auch nicht die Aufgabe. Und es passiert dann relativ schnell, dass diese ganzen Verlagsgeschichten irgendwie anderweitig abgewickelt werden. Also man möchte ja erstmal irgendwie sein Paper publizieren, das ist erstmal das Wichtige. Und wenn es dann angenommen wird, yay, jetzt endlich und ich kann und juhu, dann muss man ganz bloß sagen, also viele Leute unterschreiben dann einfach erstmal alles.
Das ändert sich jetzt zum Glück langsam und dann kommen diese blöden Publikationsgebühren. Da vielleicht Tipp für nächstes Mal, wende dich an deine Unibibliothek, die werden oft irgendwie zentral übernommen. Hier ist einfach auch der Punkt, da steht ja ein ganzer Geschäftszweig dahinter. Also die großen Wissenschaftsverlage haben ja früher ihr Geld damit verdient, dass sie Abos an Bibliotheken verkauft haben. Und als das dann irgendwann angefangen hat, so nicht mehr zu funktionieren, haben sie sich halt auf die Suche nach einem neuen Geschäftsmodell gemacht. Das heißt, jetzt ist es mittlerweile üblich, dass Verlage für Open Access Publikationen ziemlich, ja, also 500 Euro ist da noch nichts, ne? Also es gibt da auch Verlage, die nehmen da 3.000, 4.000 Euro pro Artikel, um dann letztendlich das einmal in XML zu setzen oder so. Aber ich reg mich kurz wieder ab und habe den Faden verloren. Ja, also Problem ist halt, dass sich das Geschäftsmodell wandelt und dass aber aus der Wissenschaftscommunity relativ lange, muss man leider sagen, quasi gar kein Interesse dran bestanden hat. Das war immer so ein Nischenthema, weil es einen auch nie so direkt betroffen hat. Es war ja ganz lange auch okay, wenn man dann selber über die Bibliothek irgendwie Zugang auf die Artikel hat, dann merkt man gar nicht, dass andere Leute das vielleicht nicht haben, weil sie jetzt nicht hier an irgendeiner relativ finanzstarken Organisation im globalen Norden arbeiten. Und es ist einfach nicht so das Kernthema für viele gewesen, glaube ich. Also da kommt jetzt langsam ein Bewusstsein. Es gibt jetzt auch Fachgesellschaften, die sagen, also eigentlich ist das doch Käse mit diesem Publikationsmodell und wir könnten das doch eigentlich selber viel besser, wenn man überlegt, was Verlage zum Teil an eigener Leistung erbringen, um jetzt hier meine Publikation online zu stellen. Ist das vielleicht gar nicht so, wie man unbedingt 2.000 Euro ausgeben müsste? Vielleicht können wir das selber anders organisieren. Das ist auch ein Bereich, in dem Bibliotheken jetzt mittlerweile ganz viel machen, selber Journals hosten und so. Aber es ist halt gerade ziemlich im Umbruch und ja, gerade kracht es halt so ein bisschen. Danke für die Erklärung. Da vorne war noch was. Ich weiß nicht, wer von euch. Wolltest du zu dem Thema noch was sagen? Also ganz kurz noch dazu aus der Wissenschaft. Früher haben Verlage ja wirklich was geleistet, muss man ganz ehrlich sagen. Die haben das Zeug eingesammelt, das wurde per Post verschickt. Dann kam das dort an, wurde von Schreibmaschine übersetzt auf ein Buch oder eben ein Journal, wurde dann wieder an Leute verschickt. Also früher war das wirklich eine Arbeit mit Satz und sonst was. Und es ist heute noch so, dass in den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften die meisten Wissenschaftlis nicht publikationsfähige Vorlagen abliefern, sondern da leistet der Verlag wirklich noch was, das zu setzen. In Informatik, in Naturwissenschaften ist das anders, da kriegen die Verlage fertige PDFs, da machen sie nur noch die Seitenzahl drauf. Aber es war auch zum Beispiel so, dass die Verlage in der Naturwissenschaft, zum Beispiel Springer Verlag, erlaubt schon seit Ewigkeiten, dass du dein PDF auf deine eigene Homepage setzt. Also da geht ganz viel kaputt und gerade vor 4 Wochen, glaube ich, hat die EU beschlossen, komplett auf Open Access zu setzen. Also da gibt es gerade eine große Initiative EU-weit, dass also alles, was durch EU-Gelder gefördert wird, Open Access zu sein hat, außer es gibt besondere Regelungen. Und da passiert also gerade sehr, sehr viel. Das ändert sich ganz gewaltig. Ich hatte noch eine zweite Frage. Wir haben ja bestimmte Verwertungsrechte, die ich gar nicht abgeben kann. Zum Beispiel in Deutschland, wenn ich Autor bin oder Designer oder Designerin, also Designi, Autori, dann und irgendwer, dem ich alle Verwertungsrechte abgetreten habe, macht sehr, sehr, sehr viel Kohle über sehr, sehr lange Zeit, dann sieht das Gesetz inzwischen vor, dass die mir Kohle abgeben müssen davon, auch wenn ich ganz naiv Verwertungsrechte abgegeben habe. Oder ich kann auch nicht alle Rechte beliebig abgeben zu Zwecken, die noch gar nicht bekannt sind. Also wenn jemand übermorgen was Neues erfindet, dann habe ich gar nicht die Möglichkeit, rechtlich alles abzugeben. Weißt du, ob das für Open Access Lizenzen auch Probleme schafft, also für CC0 oder so, oder ist das da egal? Ja, das ja immer einfache Nutzungsrechte sind, müsste das egal sein. Aber da komme ich jetzt an meine Grenzen. Also ich weiß, dass es halt im Urheberrecht auch immer wieder so
Also es gibt Regelungen auch für noch unbekannte Nutzungsarten und es gibt natürlich wie in allen Rechtsgebieten irgendwie so Auffangklauseln, bei denen es darum geht, völlige Unverhältnismäßigkeit abzuwenden. Zum Beispiel bei Publikationen gab es ja auch dann irgendwann den Punkt, wo man festgestellt hat, okay, die sind jetzt irgendwie alle online und diesen Punkt Internetpublikationen, der war da ursprünglich nicht drin im Urheberrechtsgesetz. Da gab es dann auch eine relativ lange Übergangsfrist, in der man dann äußern konnte, ob man möchte, dass die damals, als man den Lizenzvertrag abgeschlossen hat, gültige, also ob die Publikation von dem Verlag, mit dem man damals was abgeschlossen hat, jetzt ob da die Nutzungsrechte an den Verlag gehen sollen oder ob man die wiederhaben möchte oder so. Also immer, wenn irgendwelche neuen Nutzungsarten sich herauskristallisieren, dann wird das auch irgendwann rechtlich umgesetzt. Also da ist man nicht völlig verloren, aber es dauert halt zum Teil echt übel lange. Dankeschön. Ich möchte noch mal ein neues Fass aufmachen. Du kannst es auch gleich wieder zumachen, wenn es zu früh ist. Das Training von Large Language Models ist ja jetzt gerade auch viel in Diskussion, dass die eben basieren auf öffentlichem Netz, zumindest technisch zugängliche Quellen und dass vielleicht Autoren, Grafikerinnen, Menschen, die etwas kreieren, das vielleicht verhindern wollen würden. Ist da eine Diskussion im Gange, dass man bei Creative Commons sagen kann, du darfst damit alles machen, aber du darfst damit kein Modell, kein generatives Modell trainieren, um dir damit deinen eigenen Content zu machen, der dann so ähnlich aussieht wie mein kreativer Beitrag. Mhm. Also gibt es da Diskussionen in diese Richtung? Ist dir da irgendwas begegnet? Diskussionen auf jeden Fall, noch irgendwie nichts am Ende dabei richtig rausgekommen. Also die meisten Creative Commons Lizenzen bis auf das CC0, die beinhalten ja auch eine Namensnennung. Und das ist in sowas natürlich einfach auch nicht abbildbar, schon vom Grundprinzip her. Das ist so die eine urheberrechtliche Frage, um die es gerade ganz viele Diskussionen gibt. Wie bildet man das eigentlich ab? Welche Trainingsdaten dürfen da überhaupt verwendet werden? Und kann man das irgendwie noch kenntlich machen? Ergibt das Sinn oder braucht man da irgendwie was ganz anderes für ein anderes rechtliches Konstrukt? Und wenn ja, was für eins? Da bin ich völlig überfragt. Und die andere Frage ist natürlich auch, was macht man dann, wenn man diese Dinger nutzt? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mir beim Programmieren von ChatGPT helfen lasse und da irgendwelche Codeschnipsel, die ja dann Eigentum meines Arbeitgebers sind, da reinposte und die dann wieder mitverwendet werden, ist das, was bedeutet das eigentlich urheberrechtlich? Also das kommt von zwei Seiten gerade und ja, da ist gerade unglaublich viel Diskussion, aber da ist jetzt nichts, wo ich sagen könnte, hier, ich sehe da schon irgendwie eine Linie. Darf ich noch eine zweite? Eine kleine? Okay, dann noch eine kleine, ganz andere Baustelle wieder. Die Szenario, jemand macht privat etwas und sagt, ja, so im kleinen Stil ist es okay. Aber bevor das wirklich groß genutzt wird, würde ich es zumindest gerne wissen. Also der Schulbuchverlag fragt bei dir nach. Du sagst jetzt, ja, das wollte ich ja damals gar nicht ausschließen, aber vielleicht freut es ja Menschen, wenn sie wissen, dass es jetzt genutzt wird. Und kann das auch ein Grund sein, warum manchmal Restriktionen eingezogen werden, gar nicht, um es zu verhindern, sondern nur, um im Zweifel gefragt zu werden, dass man es mitbekommt? Das kann sein, ja. Da würde ich dann auch wieder sagen, der wichtige Punkt ist halt irgendwie Lizenzen in maschinenlesbarer Form verwenden, weil es ist ja eigentlich auch nicht sinnvoll, dass man das dann alles irgendwie manuell durchguckt, wo verwendet denn jetzt hier jemand und so weiter, sondern am schönsten wäre es ja eigentlich, wenn ich automatisiert benachrichtigt werden könnte, wenn jemand mein Werk verwendet. Aber sowas gibt es auch nicht bei Creative Commons, dass man sagt, es gibt eine automatisierte Nachfrage, dass da eben nicht recherchiert werden muss, oh mein Gott, und jetzt hat man auch noch einen anderen Namen und so weiter, sondern das ist quasi bisher nicht, auch noch nicht vorgesehen. Okay. Und bei Schulbüchern, die jetzt nicht Open Educational Resources ist, ist es sowieso nochmal anders. Für Schulbücher gelten nochmal andere urheberrechtliche Regelungen. Da muss sowieso alles irgendwie ganz speziell. Ja, Dankeschön. Da drüben war noch eine Frage. Hallo, hast du dich schon mal mit SPDX auseinandergesetzt? Mit wem? SPDX. Nein. Ist so ein quasi Standard, um mit geteilten Medien in Software Rohdatei festzulegen am Anfang von der Datei. Hey, diese Datei fällt unter diese Lizenz. Und dann ist das maschinenlesbar, auslesbar. Das klingt gut. Ich habe wenig Ahnung von Softwarelizenz. Okay. Aber danke für den Hinweis. Sehr gut. Gibt es noch Fragen? Weil wenn nicht, dann würden wir das vielleicht beschließen und... Nee, keine Fragen mehr? Okay. Dann vielen Dank, Luise. Dankeschön.